Wir unterhalten uns heute ein bisschen über MQTT. Ich habe da als Untertitel die Sprache im Internet der Dinge mal gewählt. Warum ich diesen Untertitel gewählt habe, kommt vielleicht dann in der dritten Folie. Wird das ein bisschen verdeutlicht. Frage, wir waren gestern bei meinem Vortrag Notred. Okay, doch einige. Ich hoffe, ihr seid deswegen da, weil ich ganz viel gestern von MQTT erzählt habe und aber nicht drauf eingegangen bin und wollt heute das alles hören, was ich gestern verschwiegen habe. Ich hoffe, ich erfülle die Erwartungen. Es wird immer voller. Es geht alles von meiner Zeit ab. Okay, aber währenddessen noch die letzten Leute einen Platz suchen. Vielleicht unwichtige Dinge, noch drei Worte zu mir. Ich bin, also wer gestern nicht dabei war, da war die gleiche Folie noch auf dem Beamer. Ich bin Softwareentwickler auch im richtigen Leben. Ich programmiere so ein bisschen PPS-Software, also Produktionsplanung und Steuerung, Neudeutsch MES-Software in einem großen Maschinenbaubetrieb in Deutschland. Auch in meiner Freizeit programmiere ich irgendwelche wilden Sachen und baue auch irgendwelche wilden Sachen zusammen. Also ich kann es dann auch in der Freizeit immer nicht lassen. Meine Frau fragt mich dann immer, ja, du kommst von Arbeit, programmierst irgendwas und dann kommst du nach Hause und programmierst auch über irgendwas. Dann sage ich dann immer, ja, das ist dann, das auf Arbeit ist Arbeit und das zu Hause, das ist dann Erholung und ich erhole mich dann auch wirklich dabei. Aber das versteht sie immer nicht, aber ist ja auch egal. Aber die gleichen Probleme habt ihr wahrscheinlich selber alle zu Hause, wenn ihr Familie habt und eine Frau habt oder eine Freundin. Okay, Linux seit 1995, also ich bin schon etwas älteres Semester. Ich hoffe, man sieht es mir nicht an. Ich komme aus Brandenburg, aus der Stadt Brandenburg. Mein Heimatverein, jetzt Linux-mäßig gesehen, ist die Brandenburger Linux User Group. Ich bin da Mitbegründer dieses Vereins, ist ein gemeinnütziger Verein. Und dort unten ist meine E-Mail-Adresse. Wenn es Fragen gibt, vielleicht immer gleich stellen. Ich bin ja älteres Semester, ich vergesse es dann immer, wenn ich noch irgendwas beantworten will, deswegen mal gleich stellen und dann ist auch gut. Okay, Motivation, Fluss der Dinge. Oder was habe ich gesagt, das Protokoll der Dinge, irgend sowas war der Untertitel gewesen. Also wir haben da so irgendwo ein Internet of Things, ein Internet der Dinge. Ganz, ganz viele Leute, ganz, ganz viele Dinge sind dort vernetzt und klar, man könnte jetzt für jedes Ding oder jedes Ding hat seine eigene Schnittstelle implementiert, sein eigenes Kommunikationsprotokoll, aber irgendwie ist es natürlich, hat es auch irgendwo einen Charme, wenn das irgendwo standardisiert ist oder nur ein Protokoll oder ein gutes oder ein schönes Protokoll benutzt wird. MQTT ist so ein Protokoll und ist auch sehr leichtgewichtig und lässt sich auch sehr, sehr einfach implementieren und auch anwenden. Deswegen ist dann auch so dieser berühmte Toaster, der ist hier ein Toaster drauf. Auf dem nächsten Bild ist ein Toaster, der kann das eben dann vielleicht auch. Und ja, also das ist so ein bisschen die Motivation, so ein Kommunikationsprotokoll, damit sich die Dinge da unterhalten können und irgendwelche sinnvollen oder weniger sinnvollen Dinge machen kann. Jetzt kommt der Toaster da und da oben ist übrigens auch die Kaffeemaschine, die berühmte. Ich habe den Kühlschrank, habe ich mir jetzt gespart. Aber ich habe jetzt bis auf den Toaster und die Kaffeemaschine die Beispiele mit Bedacht gewählt. Also das sind alles so, gerade so zum Beispiel diese Boje dort hinten, irgendwo auf dem Atlantik schwimmt die oder die Bohrinsel da irgendwo an der Antarktis oder ja, von mir aus auch das Mondmodul oder ja, irgendein Roboter, der auf dem Mond oder auf dem Mars rumfährt oder irgendeine Wetterstation, die irgendwo auf dem Berg ist. Kann man sich natürlich auch vorstellen, Internetverbindung oder Netzwerkverbindung sind relativ schwachbrüstig, also bandbreitenmäßig und auch sehr unsicher. Also sprich, um so eine Dinge zu vernetzen, oder auch da oben die Raumstation, die da oder der Satellit, der da durch die Gegend fliegt, um so eine Dinge zu vernetzen, braucht man schon irgendwo ein Kommunikationsprotokoll, was genau diese Widrigkeiten auch abfängt und da auch eine vernünftige Kommunikation gewährleistet. Und MQTT ist so ein Protokoll. Und das möchte ich jetzt gerne ein bisschen in der Folge ein bisschen vorstellen, was es ist, wie es funktioniert, welche Implementierungen es gibt. Ich habe jetzt die Beispiele, die dann nachher ein bisschen kommen, die sind auf Basis von Mosquito.
Das, mein Handy hört aber gleich wieder auf. Okay. Ja, und dann vielleicht ganz zum Schluss, wenn wir die Zeit dann noch haben, zeige ich mal zumindest ein plakativ ein paar Anwendungsbeispiele, wo ich das Zeug benutze. Okay. Gut, MQTT, allgemein. Message, Queued, Telemetry, Transport. Also das heißt im Prinzip MQTT, wurde irgendwann 1999 von IBM entwickelt oder zumindest definiert, ist auch seit 2013 bei der OASIS standardisiert als IoT-Protokoll. Es wird empfohlen, die Version 3.1 zu benutzen. Es gibt auch noch vorhergehende Versionen. Ich hatte dann mal irgendein MQTT-Programm hier mal installiert, der hat dann nicht 3.1 gesprochen und ich bin mit einem Client draufgegangen, der 3.1 konnte, oder es war umgekehrt, weiß ich nicht, ich habe einen halben Abend gebraucht, um rauszubekommen, warum die sie nicht können. Deswegen sollte man vielleicht gleich am Anfang, um diese Verwirrung zu minimieren oder ganz zu vermeiden, gleich mal gucken, welche Protokollversionen man da benutzt. Es ist im Prinzip ein Maschine-zu-Maschine-Kommunikationsprotokoll, setzt auf TCP/IP auf, mit diesen beiden Ports, 1883 und 8883. 8883 ist dann für diese verschlüsselte Version und ist auch von der IANA standardisiert bzw. reserviert dafür. Gut. Eigenschaften. Also ich hatte schon gesagt, einfach zu implementieren. Einfach implementieren, also da muss man auch noch den zweiten Anstrich vielleicht dazu sagen oder gleich mit dazu nehmen. Leichtgewichtig und minimaler Protokoll-Overhead. Gut, bei einem PC, da ist Ressourcen unendlich, aber wenn man dann vielleicht so ein kleines Mikrocontroller-Board hat, da sind dann die Ressourcen schon irgendwo recht begrenzt und dafür gibt es auch Implementierung. Also es ist wirklich sehr leicht zu implementieren, es ist leichtgewichtig, auch der Footprint von den Libraries, die man da reinziehen muss und es läuft auch, ja, ich hatte letztes Jahr hier auch einen Vortrag gehabt über so ein ESP8266, ich weiß nicht, ob jemand dabei war, da habe ich dann da ein bisschen was über Lua erzählt, aber da gab es eben halt auch für diesen 8266 auch eine Library, mit dem man MQTT machen konnte. Und dieses Board oder dieser Chip, der ist nicht besonders groß, also hat schon ein paar Ressourcen, aber so mal als Beispiel, leicht zu implementieren, leichtgewichtig und geringer Protokoll-Overhead. Geringer Protokoll-Overhead hat dann natürlich auch eine andere Geschichte noch, meine ich damit, eben halt diese schmale Bandbreite. Wenn da die Boje da irgendwo auf dem Atlantik schwimmt, die Bandbreite ist relativ gering, also ist es auch schon wichtig, dass man nicht allzu viel Daten, also Protokolldaten austauscht. Da ist im Prinzip der Dateninhalt der wichtige und da darf nicht allzu viel Overhead noch dabei sein. Und genauso auch so eine Geschichte, also wenn die Verbindung mal abbricht, dann muss das Protokoll oft auch drauf reagieren. Steht das hier irgendwo? Also ja, hier unten, beziehungsweise, ja, kommen wir vielleicht auch nachher nochmal drauf. So eine Geschichten sind da relativ wichtig. Was auch sehr, sehr wichtig ist und was auch sehr interessant bei diesen Geschichten ist, ist es ein Push-Verfahren. Also es werden nicht von irgendeinem Server irgendwelche Clients abgefragt, du hast da was für mich, ich bin hier, schick mir mal, sondern der Client schickt zum Server etwas, also ein Push-Verfahren. Und auch genauso vom Broker, gut, jetzt habe ich schon wieder einen Fachbegriff von MQTT benutzt, erkläre ich aber gleich, der Broker schickt dann zu dem Empfänger was. Und der Empfänger muss nicht sich beim Server anmelden und fragen, hast du was für mich, sondern es ist in beide Richtungen Push-Verfahren. Ein bisschen Protokollsicherheit ist auch dabei und implementiert. Also das nennt man bei MQTT Quality of Services. Gibt es 3 Stufen. Erzähle ich auch noch ein bisschen, was diese 3 Stufen dann nachher bedeuten. Also man kann da auch ein bisschen absichern, ob auch wirklich die Nachrichten ankommen oder nicht. Was ganz wichtig ist, ist Data-Agnostik. Also Unabhängigkeit vom Dateninhalt. Also es ist vollkommen egal, ob ich Textdaten, JSON-Daten, Binärdaten, irgendwas Daten, Bilddaten, keine Ahnung, Daten dort verschicke. Also es ist unabhängig vom Dateninhalt.
Nachrichten können auch zwischengespeichert werden und später mal abgeholt werden. Allerdings auch nur so ein bisschen begrenzt, aber zumindest die letzte Message, die kann man irgendwo zwischenspeichern im Standard. Ja, und es besteht eine ständige Verbindung zwischen Client und Server. Und aber auch, es gibt Mechanismen, wenn dann diese Verbindung mal abbricht, dass man da wieder zumindest darauf reagieren kann und auch wieder darauf aufsetzen kann. Fragen bis hierher? Ja, Einsatzgebiete. Ich habe es eigentlich schon gesagt, ja, überall da, wo Daten zwischen Geräten unterschiedlichster Bauart ausgetauscht werden sollen. Also ist vollkommen egal, ob es irgendein Sensor ist, ob es irgendein Mikrocontroller ist oder ob es ein fetter PC ist oder was auch immer. Prädestiniert ist es natürlich dann schon wirklich für ressourcenarme Geräte, wie sie ja typischerweise im Internet der Things, der Dinge eingesetzt werden. Und eben halt auch prädestiniert für Verbindungen, die physisch unsicher sind. Also physisch unsicher, jetzt meine ich mit Verbindungsabbruch, Bandbreite und so eine Geschichten, nicht Security. Wird sehr, sehr beliebt bei Home-Automatisierung eingesetzt. Haben wir jemand von diesem Open-Hub stammt? Setzt ihr das auch bei euch ein dort? Okay. Den Vortrag danach höre ich mir dann auch noch an, der dann danach kommt jetzt hier. Okay, markantes Einsatzgebiet oder weiß nicht, ob das schon mal jemand gelesen hat oder ob euch das bewusst ist. Also dieser Facebook-Messenger, der basiert zum Beispiel auf MQTT. Der benutzt MQTT, um diese Nachrichten von einem Facebook-Teilnehmer zum anderen. Also ich habe selber kein Facebook, deswegen weiß ich jetzt auch nicht so genau, wie Facebook funktioniert. Aber ich habe mir sagen lassen und ich habe es gelesen, der Messenger funktioniert mit MQTT unten. Gut, Vollständigkeit halber, es gibt natürlich auch noch andere ähnliche Protokolle, Alternativen. Die drei aufgelisteten, AOM, QAP, XMPP, AMQP. Ich habe auch keine Ahnung, was das Zeug macht. Ist aber so ähnlich. Vielleicht, dass hier unten, weil das auch die vier Buchstaben auch im Namen drin hat, MQTT-SN. Das ist im Prinzip ein MQTT, aber basiert nicht auf TCP/IP, sondern, ja, ich weiß jetzt nicht sehr, die Schnittstelle oder dieses ZigBee-Protokoll, also nicht auf TCP/IP, aber dann eigentlich dann doch wieder MQTT. Also die Transportschicht ist eine andere. Okay. So, das ist eigentlich die wichtigste Folie jetzt in diesem ganzen Vortrag. Danach können wir aufhören, dann habt ihr nämlich MQTT verstanden. Geht dann zwar trotzdem weiter, aber das ist eigentlich das Wichtigste, weil hier steht, wie es funktioniert. Also es gibt also ich habe es Rollensicht genannt, es gibt so drei Rollen in diesem ganzen Zusammenspiel. Die wichtigste Rolle hat dieser Broker. Das ist im Prinzip, ja, wie auch der Broker an der Börse, kauft und verkauft. Also er kriegt irgendwelche Nachrichten, verwaltet diese und schickt die zu seinen Kunden, die sich bei ihm vorher angemeldet haben. Also so muss man sich das ungefähr vorstellen. Fangen wir ganz links an. Nee, fangen wir in der Mitte an. Gut, das habe ich jetzt gerade schon gesagt. Das ist also im Prinzip der Vermittler. Nimmt Nachrichten entgegen, verwaltet diese und verteilt diese Nachrichten wieder. Dann gibt es natürlich den Publisher, den Veröffentlicher. Also der hat dann irgendeine Information und die möchte er weiterschicken. Die schickt er eben jetzt halt nicht direkt zu dem Client, sondern er schickt sie zu diesem Broker. Ja, und der Broker weiß, okay, ich habe jetzt da was. Und wenn jetzt da auf der anderen Seite ein Client kommt und sich zu diesem Topic anmeldet, zu einer Überschrift, kommen wir gleich später nochmal dazu, und er hat eine Nachricht zu diesem Topic, also hier zum Beispiel Luftfeuchtigkeit. Der schickt jetzt seine Luftfeuchtigkeit mit diesem Wert. Der Broker verwaltet diese und wenn jetzt ein Abonnent kommt, ist jetzt gerade verdeckt, und sich auch zu diesem Topic anmeldet, dann wird ihm die Nachricht geschickt. Ja, eine Frage. Nö. Also die Frage war, ist da ein Zeitstempel dabei? Nein, es ist kein Zeitstempel dabei. Es gibt eine Message-ID, nein, eindeutig, aber es ist kein Zeitstempel dabei. Der Overhead soll so klein wie möglich sein. Wenn man einen braucht,
Da muss man ihn halt mitschicken. Ja. Ja. Okay. Warum spricht der Client oder der Publisher nicht sofort mit dem Subscriber? Der muss, ja, die Frage war, warum spricht der Publisher nicht gleich mit dem Abonnenten, mit dem Sackpfeifer? Ja, da könnte ja noch nicht da sein. Zum Beispiel. Also es gibt einen Mechanismus, dass man zum Beispiel, dass der Broker seine letzte Nachricht zum Beispiel auch noch zwischenspeichert und erst dann weiterschickt, wenn ein entsprechender Abonnent kommt. Ja, der große, und dann gibt es natürlich auch noch einen zweiten großen Vorteil. Der da müsste dann die IP-Adresse von dem wissen. Könnte sich auch nächstes Mal ändern, wenn er sich neu anmeldet. Oder ich habe da drei Clients, die als Abonnenten dienen sollen. Einmal eine Auswertung, einmal eine Visualisierung, einmal, keine Ahnung, irgendwas. Und der Client hier, also der Publisher, müsste jetzt die Adressen von allen dreien wissen. Es ist doch viel cooler, wenn er sagt, okay, ich schick's einfach diesem Broker und der kümmert sich darum, dass alle Clients die Nachrichten bekommen, die den entsprechenden Topic abonniert haben. Ja? Okay. Ja, also der Abonnent konsumiert dann im Prinzip die Nachrichten zu einem abonnierten Topic, zu einer abonnierten Überschrift beim Broker. Auch der muss nur wissen, er muss jetzt nicht die IP-Adresse oder die Adresse von ihm dort wissen, sondern er muss nur die Adresse vom Client da oben wissen. Quatsch, vom Broker da oben wissen. Ne? Okay. Ja, und ein Client kann gleichzeitig ein Abonnent und ein Veröffentlicher, also ein Publisher sein. Das geht auch. Ja, also die Frage ist über gleiche IP-Adresse. Ja, Sie müssen sich beim Broker anmelden. Einmal als Publisher, einmal als Subscriber. Ja, ja, ja klar, die IP-Adresse des Brokers. Ja. Den Topic kann ich frei wählen. Ja, werden wir auch gleich dann sehen. Ja, also Topic ist Schall und, ja, nicht Schall und Rauch. Man sollte schon irgendwo wissen, welche Topics man veröffentlicht und welche Topics, also es muss ja dann irgendwo stimmen. Ne? Also der Topic ist ja im Prinzip auch eine Adresse, wenn ich mal so, wenn man das so platt sagen kann. Also es muss schon irgendwo synchronisiert sein zwischen Publishing und Konsumieren. Weil die gehen ja über den Topic im Prinzip. Aber ansonsten, ja, ich kann den frei wählen. Muss einen gewissen Aufbau haben, das werden wir auch gleich sehen, aber letztendlich kann das Itzelbrützel oder Temperatur heißen. Er muss es nur wissen und dann genau diesen Topic abonnieren. Okay. Nee, es sind meiner Meinung nach zwei Verbindungen, aber da lege ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer. Also es sind meiner Meinung nach zwei Verbindungen, wenn man also gleichzeitig Publisher und Subscriber ist. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ich würde es jetzt so vermuten, kann man vielleicht nochmal irgendwo nachlesen. Okay, Broker. Es gibt verschiedene Implementierungen, also das war der Bibbles in der Mitte dort, der Server. Es gibt eine ganz gute Liste. IP-Adresse steht da oben und ich habe mal so 6 aufgelistet. Moquette ist irgendwas in Java geschrieben, Mosquito, den werde ich jetzt dann auch gleich benutzen. Der ist hier auf dem Notebook mit installiert. MQTT-Route kenne ich nicht. EMQTT-Daemon, mit dem habe ich auf Arbeit zu tun, da machen wir auch ein bisschen MQTT. Und dann die letzten beiden sind meiner Meinung, glaube ich, kommerzielle Produkte, wo man auch Geld hinlegen muss. Ja. Gut, Mosquito habe ich gesagt, benutzen wir jetzt dann vielleicht in der kleinen Demo. So installiert man das Zeug, so konfiguriert man das Zeug. Also ist in jedem guten Repository irgendwo enthalten, zu jeder Distribution. Und hier mal nur mal so aufgelistet, was es da so für Konfigurationsdateien gibt, was man da konfigurieren kann, kommen wir vielleicht auf einen Punkt dann nochmal später. Und Clients gibt es auch Sand am Meer.
Wobei jetzt hier natürlich nur Clients enthalten sind, mit denen man mal angucken kann, was darüber läuft. Letztendlich ist es ja so eine Geschichte, also ich kann jetzt natürlich schlecht so ein Mosquito-SAP oder Mosquito-Pub auf so einem ESP32866 installieren. Nee, da muss man natürlich ein natives C-Programm schreiben oder ein Lua-Programm oder was auch immer, was eine Library benutzt, die MQTT, wo MQTT implementiert ist. Das ist hier zum Beispiel irgendein Kommandozeilentool, das werden wir dann auch gleich benutzen. MQTT Lens ist, glaube ich, eine Chrome-Erweiterung. Ich habe sie, glaube ich, installiert, funktioniert aber irgendwie nicht. Wahrscheinlich will mein Rechner keinen Chrome. Und MQTT FX ist irgendein Java-Gedöns. Ich glaube, als nächstes sieht ungefähr so aus. Werde ich aber dann auch nicht weiter zeigen. Ja, und das fand ich ganz interessant. MQTT Fuse FS. Aber ich habe da auch noch nicht mit experimentiert. Aber wie gesagt, das sind eigentlich nur Tools, wo man gucken kann. Ne? Gut, man kann die jetzt natürlich auch in irgendwelche Skripte hier zum Beispiel einbinden, dieses Mosquito-SAP und Mosquito-Pub. Aber letztendlich wird man dann irgendwann vielleicht auch nochmal einen eigenen Client schreiben und eine MQTT-Library entsprechend einziehen. Da kommt dann ja auch nochmal ganz kurz eine Folie, was es so für Libraries oder Implementierungen unter Programmiersprachen gibt. Gut, Mosquito-Clients benutzen wir dann, die Mosquito-Tools. So installiert man sie. Es gibt eine Manpage natürlich dafür. Und das sind jetzt schon mal so die grundlegenden Kommandos, die wir dann auch gleich machen werden. Beziehungsweise auch mal tun, sofort. So. Muss ich doch alles hinschreiben. Schade. Doch, nee, ist alles gut. So. Rechts oben abonniere ich jetzt mal irgendeinen Topic mit Mosquito-SAP. Da sage ich jetzt einfach mal Mosquito-SAP und ich abonniere den Topic Hallo. Schreibe noch ein -V dahinter. So. Also ich habe jetzt im Prinzip einen Abonnenten gestartet und der wartet jetzt auf eine Nachricht, wo dann auch der Topic Hallo heißt. So, und dann nehmen wir jetzt das Gegenstück dazu. Ja, schade. Müssen wir es doch ganz hinschreiben. Habe ich das falsch geschrieben? Da. So, also es geht defaultmäßig beides auf Localhost, ansonsten kann man mit -H noch den ich kann es ja mal bei dem jetzt mal so hinschreiben, also ich muss natürlich die IP-Adresse oder den Namen des Brokers angeben oder des Rechners, wo der Broker läuft. Hier ist es Localhost, ist auch Default, deswegen habe ich auf der rechten Seite das nicht mit angegeben. Und dann sage ich, schick über den Topic jetzt Hallo Slash und eine Message, die da heißt gut, noch ein Ausrufezeichen. Und dann kommt es auch an. Ja, also rechts oben steht da jetzt Hallo hier. Dieses -V bewirkt, dass er jetzt auch nochmal den Topic mit ausgibt. Wenn ich das ohne -V mache, dann würde er ja nur den Payload, also den Inhalt der Message angeben. Fragen an der Stelle? Okay, ja, also jetzt kommen wir dann doch zu dem Syntax des Topics, genau. Weiß gar nicht, nächste Folie. Also die Frage richtet sich jetzt nach dem Syntax des Topics. Wird sich gleich aufklären, hoffe ich. Beziehungsweise ich werde dran denken, da was dazu zu sagen. Erstmal noch allgemein, eine Nachricht besteht im Prinzip aus einem Topic, nennt man auch Topic, also einer Überschrift, und einem Dateninhalt, was man unter MQTT, lustigerweise auch wie bei Node-RED, was ich da gestern so erzählt habe, als Payload. Muss man sich dann im Prinzip so vorstellen, das sind die Topics. Ich gucke jetzt mal, was da hinten für Folien noch kommen. Okay.
Sieht also so aus. Man kann das alles frei wählen. Hier sieht man auch nochmal, was ich vorhin gesagt habe, Data Agnostic. Hier sind zum Beispiel reine Zahlenwerte nur drin. Zumindest, ja, sind auch Strings, okay. Aber hier zum Beispiel auch ein JSON-String oder irgendwas. Also es ist vollkommen egal, was der Dateninhalt des Payloads ist. Und Topic, okay. Also ist im Topic ist im Prinzip, ich hab jetzt mal so eine lustige Liste dahin gepackt, ist in praktisch also der Kanal, die Mailingliste, die Usenet Group. Kennt noch jemand Usenet? Cool, ich auch. wer kennt WhatsApp? Ich nicht. Also ist im Prinzip so die Gruppe, wo man sich angemeldet hat, was man abonniert hat. Also ich mache es immer so an der Mailingliste fest. Um eine Nachricht über eine Mailingliste zu bekommen, muss ich mich bei dieser Mailingliste anmelden, bei dieser einen Mailingliste. Und jedes Mal, wenn irgendwer zu dieser Mailingliste eine Mail schickt, dann bekommen das alle die Leute. Jetzt ist mein Mikro weg. Schade. Ach so, okay, sorry. Bin zu wild. ja, und alle Leute, die sich mit an dieser Mailingliste angemeldet haben, also diese Mailingliste abonniert haben, die bekommen dann eben halt auch diese Nachricht. Deswegen Überschrift, Kanal. Und das sind so die Metaphern, die man da vielleicht, oder die Dinge, die man sich darunter vorstellen kann. Der Publisher sendet also zu diesem Topic und der Subscriber abonniert einen Topic oder kann auch mehrere Topics abonnieren. So, wie ist jetzt so ein Topic aufgebaut? Hier sieht man jetzt auch schon unterschiedlichen Syntax. Ich habe hier irgendwo mal einen Slash davor und dann den Topic und dann mal hier auch nicht. Aber ganz prinzipiell muss man sich das vorstellen, ist es so ähnlich aufgebaut wie die Verzeichnisebenen im Filesystem. Jetzt unter Unix. Bei Windows würde jetzt noch 10 Doppelpunkte vorstellen, aber okay. Also so ungefähr muss man sich das vorstellen. Und man ist eigentlich relativ wahlfrei. Diese Slashes haben natürlich schon irgendeine Bedeutung. Also eben halt Verzeichnis, Unterverzeichnis, Unterverzeichnis. Also man kann das im Prinzip staffeln. Aber es ist vollkommen egal, ob jetzt noch ein Slash da vorne kommt oder ob hier zum Beispiel, man kann hier auch noch ein Slash hinschreiben. Es ist dann nur später wichtig, wenn man diesen Topic dann abonniert, als Abonnent, dann muss man natürlich den genauso angeben, wie man ihn hier losgeschickt hat. Also beim Push. Auch hier ist man vollkommen wahlfrei, was man da reinschreibt. Also ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwelche Zeichen gibt, die da. Also man sollte jetzt natürlich in dem Namen kein Slash benutzen. Deutsche Umlaute weiß ich jetzt nicht. Zahlen kann man auch machen. Aber man ist relativ wahlfrei. Und es ist, wie gesagt, vollkommen egal, ob da vorne ein Slash ist, da hinten ein Slash. Man muss es nur später wissen. Ja. War das ungefähr die Antwort auf die Frage? Es gibt aber einen Mechanismus, wenn man es nicht so ganz genau weiß, oder wenn man mit einem Client zum Beispiel mehrere Gruppen von Nachrichten empfangen möchte, gibt es dann sogenannte Topic-Filter, und zwar zwei Stück. Einmal das Pluszeichen dort oben. Das ist im Prinzip das Wildcard für eine Topic-Ebene. Und der Lattenzaun oder das Hash ist im Prinzip so ein Multilevel-Bytecard. Kann man auch nur am Ende dann schreiben. Dann wird im Prinzip alles das gesucht, was dem entspricht. Und dann ist egal, was da hinten kommt. Da können auch noch weitere Topic-Ebenen dahinter kommen. Ja, also hier nur eine Ebene und hier sind es dann zwei Ebenen. Wir können jetzt gerne noch ein bisschen mal mit rumspielen. Nö, der Broker akzeptiert das alles. Ja, der verteilt nur. Also der nimmt die, speichert die zwischen. Die Frage war, ob man irgendwas an den Broker noch einstellen muss. Danke für den Hinweis. Damit der irgendwelche Topics verarbeitet. Nein, muss man nicht. Der nimmt wirklich alles. Ja, genau. Also der empfängt das und wenn da einer kommt und sagt, hier, ich will jetzt den Topic abonnieren, dann guckt er nach, hat er den da und dann schickt er. Gut. Ja, also
Ja, machen wir mal bei dem Beispiel hier weiter. Also ich habe ja jetzt hier gerade auf den Topic Hallo / auf der rechten Seite schicke ich was und hier hinten der hört auf den Topic Hallo / und okay, können sich unterhalten, alles klar. Machen wir mal so. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage Hallo / Welt / was wird passieren? Nichts. Richtig? Genau, weil der Abonnent nicht auch noch die Welt, also er hat nur das Hallo abonniert, aber nicht die ganze Welt. Okay. Dann, gut, ich könnte jetzt Welt / da hinschreiben, aber ist jetzt uninteressant. Machen wir einfach mal nur ein Plus. Und schicken jetzt. Und dann sollte nichts ankommen, weil... Ja. Alles gut, ich weiß schon. Plus / genau. So, und dann sollte natürlich jetzt wieder die Nachricht ankommen. Was jetzt wieder nicht ankommt, wäre dann zum Beispiel... So, das kommt natürlich nicht mehr an, weil ich habe jetzt nur eine Ebene. Aber wir können jetzt zum Beispiel einen auf diesen machen. Da brauche ich jetzt dann übrigens das Slash dann nicht mehr. Alles, was hinter Hallo kommt, das akzeptiere ich auch. Das heißt also, das funktioniert. Das würde jetzt auch noch weiter funktionieren, wenn ich das jetzt hier noch weiter verlängere und so weiter. Das funktioniert. Was man damit natürlich machen... Ja, da gibt es auch noch einen Punkt in dem Vortrag, wo ich das auch nochmal erkläre. Ja, die Nachrichten wurden jetzt von dem Publisher so geschickt, dass sie auch wirklich dann beim Client nur ankommen, wenn sie auch wirklich geschickt wurden. Also dann schickt der Broker weiter. Es gibt aber einen Flag, gehe ich gleich drauf ein, mit dem man das dann die letzte Nachricht auf dem Broker zwischenspeichern kann. Wozu diese Filter? Also hier zum Beispiel wird es relativ deutlich, man hat ganz viele Sensoren, sagt, okay, die Daten kommen von den Sensoren. So, und dann hat man natürlich viele Sensoren. Man hat einen Sensor 1, der ist im Badezimmer, der Sensor 2 ist im Wohnzimmer, der Sensor 3 ist in der Garage. Okay, aber alle haben sie Temperatur und vielleicht auch Luftfeuchtigkeit. Und dann kann man eben sich halt so eine strukturierte Geschichte aufbauen und sagen, okay, wenn ich jetzt mit einem Client, der vielleicht alles visualisieren soll, alle die Temperatur anzeigen will, dann filtere ich genau diese Ebene mit einem Wildcard. Und so eine Geschichte nimmt halt. Okay, also ich denke, es ist relativ verständlich. Jetzt kommt die Geschichte Retain Flag. Der Kollege dort hat gerade schon gemerkt, oder ich habe es dann auch gesagt, die Nachricht wird sofort dann zum Client geschickt. Also zum Abonnenten geschickt und ja, wir machen es an einem Beispiel, damit es deutlich wird. So, na, das können wir so lassen. Wir fangen mal damit an. So, also ich stopp mal hier und starte nochmal. Es passiert nichts, ja? Nur oder erst dann, wenn ich wirklich eine Message schicke. Okay. So, jetzt gibt es ein Retain Flag bei diesem Kommandozeilentool -R. Kommt genauso an. Alles cool, alles klar. Aber wenn ich jetzt den Subscriber stoppe und wieder starte, er meldet sich ja beim Broker an, er abonniert den Kanal Hallo, / also alles was mit Hallo und so weiter. Und ja, und er kriegt natürlich die letzte Nachricht ausgeliefert, die zu diesem Topic auch schon mal da war. Das ist dieses Retain Flag. Immer wieder oder einmal? Immer wieder. Also ich kann jetzt hier 3000 Mal, ich mache es jetzt nicht 3000 Mal, zweimal reicht, okay. Da, also kommt immer wieder. Man kann dieses
Ja, gibt's, das geht nicht so ohne weiteres weg. Ja, das habe ich mir jetzt sogar hier auf meinem Skript aufgeschrieben. Man muss da, wo steht's? Irgendwo minus R, minus N, irgendwie. Da. Das ist ja lustig. Habe ich irgendwas überblättert in meinen Folien? Man sagt dann beim Publizieren Topic Hallo, Retain Flag und das soll 0 sein. Für diesen Topic. Ja, die anderen Topics, die man vielleicht auch mit diesem Flag versehen hat, die bleiben davon unberührt. So, und wenn ich jetzt hier stoppe und wieder starte, passiert wieder nichts. Okay, noch eine Frage zu der Geschichte? Ja, es wird nur, also die Frage war, es wird nur eine Nachricht zwischengespeichert oder nicht, oder mehrere? Nein, es wird immer nur die letzte Nachricht zwischengespeichert, alles andere sollte man vielleicht irgendwie implementieren. Ja, nächste Frage. Kann ich das auch auf Seiten des Subscribers einstellen, ob ich einer zwischengespeicherten Nachricht empfange? Nö. Nee, es wirkt ja immer nur für den Topic, der zum Broker geschickt wurde. Die Frage war, ob auch der Subscriber das minus R-Flag hat oder mit, dass man das so einstellen kann. Nein, also wie gesagt, man muss es aktiv schicken, damit der Broker weiß, aha, die Nachricht liefere ich immer wieder aus, wenn der Topic abonniert wird. Noch eine Frage? Eben, ja gesagt, die Nachrichten hätten eine ID. Ja. Die macht der Publisher oder macht der Broker? Also die Frage war nach der ID. Der Client vergibt die ID. Also in dem Fall der Publisher, genau. Ja. Gut, an Betracht der Zeit mache ich mal weiter. Retain Flag hatten wir. Last Will and Testament. Also ich habe ja vorhin gesagt, da die Boje, die da irgendwo im Atlantik rumschwimmt, die Verbindung könnte auch mal abbrechen. Und es gibt einen Mechanismus im MQTT-Protokoll, mit dem man darauf reagieren kann. Beziehungsweise der Broker reagiert darauf. Also der Broker weiß ja auch, welche Clients sind angemeldet und so weiter und so fort. Und das nennt man bei MQTT Last Will and Testament. Also was soll passieren, wenn die Verbindung zum Broker abbricht? Dann kann man einfach beim Aufbau der Verbindung eine LWT definieren. Also was soll passieren, wenn die Verbindung abbricht? Dann macht der Broker das nochmal. Das machen wir jetzt auch mal. Gut. Das können wir so lassen da oben. Und jetzt sage ich aber noch, ich werde noch einen zweiten Topic abonnieren. Und nenne den mal sinnvollerweise Status. Ich schreibe auch noch das Minus V dazu. Richtig. Danke. Hm? So, jetzt. So. Und jetzt publizieren wir irgendeine Nachricht. Ich mache es jetzt mal auf eine etwas andere Methode. Dieser Publisher-Befehl von Mosquito, mit dem kann man auch Terminal auslesen, also Standard in, Standard out. Da, ich schreibe einfach mal die Kommandozeile hin und zeige dann, was dann passiert. Minus L. Das ist dieser List-Mode. So, und jetzt definiere ich einen Topic, der angesprochen werden soll, wenn die Verbindung weg ist. Ich nehmen jetzt diesen Status, das, was dann da links unten dann vielleicht kommt, und sage auch, was soll er über diesen Topic dann schicken. Und sage, irgendwas fehlt. Ja, okay, klar, wir müssen auch den richtigen Topic angeben. Hallo hatten wir da oben, ne? So, also eigentlich abonniere ich jetzt mit dieser Kommandozeile ganz oben den Topic Hallo. Ja, das ist das, was hinter minus T steht.
den zu dem schicke ich was, Entschuldigung. Auf der linken Seite oben ist er auch abonniert. Und ich sage noch, okay, und wenn jetzt die Connection weg ist von dem Client, dann schickst du noch irgendwas oder dann sagst du dem Broker, er soll zum Topic Status noch off schicken für alle die, die da irgendwo angemeldet sind und diesen Status-Topic abgefragen oder abonniert haben. Ja, so, das machen wir jetzt mal. Das ist jetzt der List-Mode, also man kann jetzt hier lustig irgendwas machen und alles, das geht alles über den Topic Hallo, da rechts, links oben. Und so weiter. Und wenn ich jetzt die Verbindung kappe, hat er genau dieses Testament ausgeführt und hat gesagt, Status ist off. So, und da kann man jetzt natürlich mit seiner Applikation drauf reagieren und sagen, ja, okay, wenn jetzt über den Topic Status irgendwas kommt, dann reagierst du drauf und versuchst vielleicht einen neuen Connect oder was auch immer. Ja, eine Frage jetzt, weil es wird langsam brenzlig mit der Zeit. Ja, natürlich, klar, der Broker weiß, also ich sage im Prinzip mit diesem minus will Topic und minus will Payload, Broker, du, wenn die Verbindung weg ist, dann machst du über diesen Topic und schickst diesen Payload raus an alle Clients, die diesen Topic abonniert haben. Okay. Die Frage war, wer das dann macht, das macht der Broker, ja. Okay, Entschuldigung. Gut. Quality of Service hatte ich eingangs erzählt, also man kann auch festlegen, die Sicherheitsstufe im Prinzip, wie die Message, der Message-Austausch, der Telegram-Austausch abgesichert werden soll. Ich überlege gerade, ob im Anbetracht der Zeit das jetzt nochmal, also es gibt drei Stufen, null bedeutet, ja, er schickt, es ist egal, ob das Zeug ankommt oder nicht, also es gibt keinen Reply. Vielleicht machen wir das Bild hier auch gleich hier so. Also das ist Quality of Service 0. Der Broker schickt es einfach nur zum Client oder auch umgekehrt, also es geht auch in beide Richtungen, stand auf der vorhergehenden Folie. Und er interessiert sich nicht dafür, ob es ankommt oder nicht. Ja. Wenn man weiß, dass es keine Verbindungsabbrüche in seinem Netzwerk gibt, dann kann man auch diese Quality of Service 0 nehmen, dann ist gut. Weil man muss ja immer bedenken, wenn man jetzt eine Stufe höher geht, wird mehr Overhead ausgetauscht übers Netzwerk. Das ist ja dann vielleicht auch irgendwann mal ungünstig, also bei der Quality of Service Stufe 2 wird dann eben halt findet viermal irgendein Telegram-Verkehr statt. Und die eigentlichen Nutzdaten sind nur dieser File dort. Ja. Es gibt dann auch Unterschiede, wann man es einsetzen soll, steht auf dieser Folie, kann man dann auch später nochmal nachlesen, aber ich will jetzt einfach mal ein bisschen darüber gehen. Ja? Okay. Gut, dann gibt es noch eine andere interessante Geschichte für den Broker. Es gibt so einen reservierten Topic, den so ziemlich alle Broker-Implementierungen verstehen. Das ist dieser $Sys-Topic. Da kann man sich im Prinzip, oder man kann sich dort unter anderem Statistiken zu den Telegrammen, die da ausgetauscht werden und auch zu den Messages, die mit dem Retain-Flag versehen sind und auf dem Broker zwischengehalten werden. Da kann man sich so eine Statistik angucken. Wir können es einmal ganz kurz mal drucke ich es nur mal einmal kurz aus. In der Bash nicht vergessen, das in Anführungsstrichen zu schreiben, und sonst wundert man sich, warum man nichts ausgibt. welche Anführungsstrichen habe ich genommen? Die da. Und, okay, machen wir noch minus V. Was war falsch? Ja, danke. So, ich gehe jetzt nicht drauf ein. Das sind so die ganzen Kennzahlen, wie viel Message geschickt wurden. Ganz oben steht noch eine Uptime da oben. Wie viele Clients sind angebunden. Was man sieht auch, das aktualisiert sich auch ständig. Also er pollt ständig den Broker ab. Oder andersrum, der Broker schickt ständig $Sys-Nachrichten. Und da ein paar Informationen. Ist manchmal interessant zu Debuggen-Zwecken oder was hat man rübergeschickt und so eine Geschichten.
Okay, das ist die Geschichte $SYS. Ist auch ein bisschen Broker-implementierungsabhängig, welche Informationen angezeigt werden. Da sollte man dann vielleicht einfach mal manuell lesen. Eine Geschichte noch zur Sicherheit. Also einmal SSL und TLS kann man alles so konfigurieren. Dafür auch diese unterschiedlichen Ports. Ne? Also 1883 ist ungesichert und 8883, das ist dann dieses TLS-Gedönse. Eine Geschichte noch. Ich habe ja jetzt hier zum Beispiel keinen User und kein Passwort angegeben, als ich da mit meinem Broker kommuniziert habe. Man kann natürlich sehr wohl sagen, du, nur der Publisher, der mit dem User XY kommt und Passwort XY, YZ kommt, der darf auch dich ansprechen und dem, der darf dir auch nur eine Nachricht schicken. Ja, das kann man so weit runtergranulieren bis auf Topic-Ebene, dass man sagen kann, der Topic Hallo darf nur der User Frostcon oder irgendwas schicken und den Topic Steuer meine ganz wichtige Maschine, das darf nur der supergeheime User dem Broker schicken. Umgekehrt genauso, auch die Subscriber müssen sich dann, also da kann man dann auch sagen, er darf nur den und den Topic subscriben mit dem und dem Usernamen, Passwort und so weiter. Stellt man alles in den Config ein. Ja, und wichtig eben halt, man kann es bis auf Topic-Ebenen runtergranulieren. Okay. Für Softwareentwickler. Also es gibt ganz, also das, was ich ja da jetzt gezeigt habe, es waren ja nur irgendwelche Kommandozeilentools oder dieses mqtt.fx, irgendein Clicky-Bunty-Tool. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Bibliotheken für ganz, ganz viele Programmiersprachen, für alle gängigen. Ich habe mal hier ein paar aufgelistet, also logischerweise C, Java, JavaScript, also auch für Node.js zum Beispiel, PHP, Node.MCU, das ist die Geschichte, wo ich gesagt habe, hier mit diesem ESP-Chip, wo ich letztes Jahr auch ein bisschen Vortrag hatte. Und für mich ganz wichtig, ich bin so ein Tickle-Freak, ich habe dann endlich mal nach Monaten auch eine Tickle-Bibliothek gefunden, mit denen ich auch mit meinen Tickle-Skripten MQTT-Nachrichten schicken kann oder empfangen kann. Gibt es oben auch eine Liste, die ist relativ lang. Dort oben ist der Link. Man wird auf jeden Fall fündig. Und wenn man wissen möchte, wie dieses Protokoll unter der Haube funktioniert, dann sollte man in dieser Beschreibung nachgucken. Das ist relativ gut dokumentiert. Da kann man auch dann wirklich die Interna zum Beispiel für diese Quality of Services, welche Pakete, also welche Nachrichten da ausgetauscht werden und was als Reply kommt und dann nochmal und wieder und wo dann alles zwischengespeichert wird, steht ganz toll hier drin. Also ist nur zu empfehlen, wenn jemand mal selber eine Library schreiben möchte oder selber einen Broker schreiben möchte oder was auch immer und keine Libraries benutzen möchte, die da zur Verfügung stehen. Ich selber für meine, also klar, einmal Tickle oder diese Geschichten und wenn ich irgendwas in C schreibe, dann nehme ich diese LibMosquito. Die ist relativ gut, hat auch ein paar komische Dinge, wo ich dann immer überlege, warum und wieso. Aber damit kommt man ganz gut aus. Gut, zum Abschluss ein paar Beispiele, wofür ich das einsetze. Dieses Tool sysinfo2mqtt hatte ich gestern schon gehabt. Da steht auch Node-RED. Ich pumpe im Prinzip, also ich fange wieder von vorne an. Ich habe ganz viele Rechner irgendwo rumzustehen bei mir zu Hause, irgendwo in der Schublade, im Garten, auf dem Dachboden und ich will nicht immer ständig gucken, ob die irgendwo da sind und ob sie noch an sind und noch funktionieren. Sprich also, ich habe mir ein Tool geschrieben, sysinfo2mqtt. Das wird per Cron auf jedem Rechner alle Minute oder alle 5 Minuten, ich weiß es jetzt gar nicht, gestartet und das Zeug, dieses Tool generiert im Prinzip eine MQTT-Nachrichten und schickt die zu dem Broker. Ja. Kann ich mal kurz zeigen. Ich mache mir jetzt mal das Leben einfach. Oder doch nicht. Machen wir es so.
Okay, so. Und wenn ich jetzt, also es ist auch auf diesem Rechner installiert, SIT-Info, und da muss ich einen Host angeben, dann schickt er per MQTT lustige Nachrichten, Load-Werte, RAM-Werte, Uptime, einmal als Einzelwerte, und ich konzentriere mich dann aber später bei den Auswertungen auf diesen JSON-String. Und daraus habe ich mir dann eben unter Node-RED so eine Liste, die habe ich auch gestern gezeigt und generiert, wo man dann eben halt sieht, ja, okay, die sind noch alle da, oder irgendein Rechner war hier schon seit einem Jahr nicht mehr an, der da, nee, doch nicht. Ja, ist ja egal. Also man sieht dann relativ einfach, sind sie noch da, was machen sie gerade und so weiter. Zweite Geschichte. So ein Konglomerat. Sieht dann schon ein bisschen wilder aus. Ich habe auch ganz viele Sensoren irgendwo rumzuhängen bei mir. Sehr, sehr häufig auf Basis dieses vorhin schon genannten ESP8266-Chips da links oben. Sehen sie alle so aus irgendwie. Da ist irgendein Feuchtigkeits- und Temperatursensor drauf, dann dieser Chip und ein bisschen Stromversorgung, glaube ich, noch und eine USB-Buchse. Und dann schicken die eben halt ihre MQTT-Nachrichten zu einem Broker. Wie das dann aussieht, ist auch wieder eine Tabelle, ist im nächsten Bild. Oder ich habe zum Beispiel auch so einen Rechner, der holt sich, das Beispiel hatten wir auch gestern gehabt, holt sich von Yahoo irgendwelche Wettervorhersagewerte und schickt die auch in einem MQTT-Telegramm als JSON dann im Dateninhalt zum Broker. Ja gut, und so weiter und so fort. Und es hängen dann eben halt auf der anderen Seite zum Beispiel ein Node-RED dahinter, der die Daten verarbeitet, oder so ein Raspberry Pi bei mir mit einem Display, wo ich die Daten visualisiere. Oder jetzt hier nochmal als Beispiel, Abonnent und Veröffentlicher können auch der gleiche Client sein. Also der schickt einmal auch Messwerte und er zeigt es aber auf diesem Display zum Beispiel hier an. Ja, also er hat auch diese Topics, die der da schickt, hat er auch gleichzeitig abonniert und auf dem gleichen Gerät werden die angezeigt. Hier sieht man noch eine andere komische Geschichte. Ich bin dann auch zu faul, meine ganzen Sensoren irgendwo einzusammeln, wenn ich mal ein Firmware-Update mache. Ich habe mir dann unter MQTT so eine Kommandozeile, also irgendwie so komisch implementiert, wo ich dann auch Firmware-Files auf die Sensorboards schicken kann und muss da nicht irgendwo in die Garage laufen und die irgendwo einsammeln. Kann man auch machen. Ja. Okay. Sieht dann ungefähr so aus, verschiedene Arten und Weisen von Auswertungen. Das sind diese OLED-Displays dort auf diesem einen komischen Brettboard. Das ist mein Raspberry mit dem Display oder eben halt unter Node-RED. Einmal so, wie auch immer. Da oben sind diese ganzen Sensoren aufgelistet, die da gerade bei mir irgendwo rumlaufen. Ich habe noch eine Version, wo nicht steht, wo auch das der und der in der Garage ist, das ist gut, ja. Neuerdings steht da auch noch, weil ich mir diese Nummern immer nicht merken kann, welcher ist jetzt in der Garage, welcher ist in meinem Arbeitszimmer. Okay, gut. Weiterführende Informationen. Diesen sysinfo2mqtt findet man zum Beispiel in meinem GitHub-Repository. Die Frage kam gestern, glaube ich, auch. Dort ist der Quelltext zu finden. Und hier sind noch ein paar Lua-Skripte für dieses ESP8266-Gedönse, was auch sehr häufig MQTT bei mir macht. Das wäre das andere Repository. Ansonsten die Homepage von MQTT, die Beschreibung von Oasis und so weiter, Mosquito. Ja, okay. Gut, Fragen. Ein, zwei Fragen haben wir vielleicht noch Zeit. Was mache ich, wenn der Broker nicht mehr zur Verfügung steht? Dann hast du hoffentlich einen Abonnenten an deinem Broker gehabt, der... Nee, ja, gute Frage. Nee, passiert ja auch nicht. Nee, dann hast du Pech. Deswegen sollte man auch sehr, sehr wohl überlegen,
die Frage, ich habe diesen gleichen Vortrag auch auf dem CLT dieses Jahr gehalten und da kam dann auch so die Frage, naja, wo würdest du MQTT einsetzen und auch für sicherheitskritische Geschichten, um zum Beispiel ein führerloses Transportsystem durch die Halle fahren zu lassen oder so eine Tür da, ne, auf und zu machen über OpenHRB. Ja, wenn der Broker nicht da ist, dann hast du Pech. Ja, also man sollte schon immer irgendwo überlegen, ist das sicherheitsrelevant, was passiert, wenn. Und ich gebe aber auch noch zu bedenken, also Mosquito zum Beispiel lässt sich, glaube ich, nicht skalieren, beziehungsweise vielleicht in aktuellen Versionen jetzt schon. Vielleicht gibt es ja Broker, die skalieren. Ja, also ich nehme mich mal an, wird es wahrscheinlich geben, zumindest bei diesen kommerziellen Produkten. Werde mich auch demnächst in der Firma damit beschäftigen müssen. Weil da ist dann natürlich genau die Frage, wenn der Broker nicht da ist. Ja. RabbitMQ. Ah, okay. So, gleich mal abspeichern. Ja. Nächste Woche muss ich eine Auswahl treffen in meiner Firma. Okay. Da wo liegen denn die Grenzen bei MQTT? Also wie viele Clients, Subscriber können da mitwirken in dem ganzen Netz? So viel wie dein Broker schafft. Also es gibt ja, ich fühle jetzt immer bei so einer Frage, es gibt ja auch im Internet so öffentliche Broker. Und wenn man sich da dieses Dollar-Sys anguckt und guckt, wie viel Clients dort angemeldet sind, dann gehen die Zahlen in die Zehn- und Hunderttausende. Und auch die Message, die darüber geschickt werden. Ja, es gibt erstmal vom Protokoll her keine Beschränkung, wie viele Clients sich anmelden dürfen und wie viel Message und Message-Längen. Message-Längen gibt es mit Sicherheit irgendwelche Beschränkungen. Aber letztendlich ist es, also es gibt in der Hinsicht keine Beschränkung. Letztendlich ist es natürlich eine Performance-Geschichte. Ja, also wie viel Message schicke ich darüber? Wie viele Clients muss der verwalten? Und wenn die Maschine dahinter nur ein Raspberry ist, wird es schwierig, da 1000 Clients anzumelden und jede Sekunde 1000 Message rüber zu schicken. Also es ist dann schon eine Frage Hardware und so weiter und so fort. Ja, aber vom Protokoll her an sich gibt es keine Beschränkung. Kann ich die Daten von einem Broker zu einem weiteren Broker schicken? Also die Frage war, kann man die Daten von einem Broker zum nächsten Broker schicken? Ich denke, mit Rabbit Dingster wird das funktionieren. Also dazu muss das Ding skalierbar sein. Ja, und bei Mosquito habe ich es noch nicht gefunden. Ich habe es zwar irgendwo gelesen, es gibt jetzt neue Releases, wo man es machen kann. Da kann ich vielleicht gerade was zu sagen. Okay. Bei Mosquito, soweit ich weiß, geht das auch. Also es gibt OwnTrack, das ist so ein System, mit dem, also eine Android-App und iPhone-App, mit der man seine Geräte halt tracken kann auf einem eigenen Server. Und das läuft halt auch über MQTT. Und dort gibt es eine Anleitung, wie man einzelne MQTTs untereinander kommunizieren und abonnieren kann. Okay, interessant. Der Modus heißt Bridging. Ah, okay, Bridging. Ja, nächste Woche muss ich mich damit beschäftigen. Man kann natürlich sich auch was anderes machen. Man kann natürlich einen Abonnenten schreiben, der aus dem ersten Broker die Nachrichten rausholt und die zu einem nächsten Broker schickt. Also so ein Konstrukt kann man sich dann natürlich auch einfallen lassen. Ne? Also genau das ist die Core-Funktionalität. Okay. Gut, noch eine Frage? Ansonsten waren wir gut in der Zeit, denke ich. Danke.